Ja, er sagte, er fühle sich seltsam. Also, er ist völlig durchgedreht. Ich bezweifle, dass er weiß, dass wir hier sind. Klar, wir müssen ihn auf die harte Tour aus der Zelle herauslocken. Die harte Tour? Diese Hypnoboxen sollen die Auswirkungen des Spikes verstärken. Und er ist bereits in einem erregten Zustand. Wenn wir sie alle gleichzeitig einschalten, dreht Murray sich ja völlig durch und schlägt möglicherweise die Tür ein. Und wie schalten wir die Hypnoboxen ein? Die Schalter werden alle von Laserbarrieren geschützt. Wenn du nahe herankommst, hacke ich mich von meinem Terminal hier in das Lasersystem. Dann müsstest du reinkommen. Los geht's. Alles, um dem alten Murray zu helfen. Er sieht schlecht aus. Ja. Oh, da ist der Arme. Die arme Socke. Okay, ist das ein Teil? Ich weiß gerade irgendwie noch nicht so ganz, wo ich hin muss. Oh. Das war so klar. Super. Yay. Tastenfelder. Was? Moment. Finde alle drei Sicherheitstastenfelder. Da muss ich doch irgendwie hoch, oder nicht? Muss ich hier das gucken? Nee, ne? Eigentlich doch weniger, oder? Ja? Hallo? Ich muss doch irgendwie da oben hin. Aber wie komme ich nach da oben? Ah. Okay. Okay, das geht nicht. Okay, ich hacke mich in die Laserbarriere. Tu das. Nein! Oh nee. Wie konnte ich denn noch mal schießen? Hallo? Schießen? Oh, endlich. Voll verpeilt. Na, oh. Okay, jetzt weiß ich ja wie. Geht mir doch nicht auf den Nerven. Wow. Leg den Schalter um, um die Hypnobox einzuschalten. Was ist das für ein Geräusch? Weg! Hau! Ab! Der arme Murray.
Na, nehmen wir noch mit. Ich kümmere mich um die Lasermauer. Na, mit Sicherheit. Nein, noch. Komm schon. Oh. Wow. Nein, nein. Ja, ist okay. Ja, übertreibt. Und rein da. Und rein da. Oh. Alles klar. Ich bin eine kleine Teekanne, klein und bauchig. Kipp mich um und ich zerschmettere alles. Ah. Ach du große Güte. Okay. Ist doch noch da irgendwie. Boah, gerade so. Okay. Bin schon dabei. Ja, genau. Hallo? Super. Er übertreibt. Oh, meine Güte. Könnt ihr mich einfach mal vielleicht in Ruhe arbeiten lassen? Das wäre nice. Oh. Okay. Mach einfach hin, Bentley. Wow. Okay, okay, okay. Okay. Wow. Na also. Ja, genau. Die Hypnoboxen sind so stark. Du kannst sie nicht mit deinem Stab zerstören. Versuch sie mit Murrays Angriffen auszuschalten. Sobald sie offline sind, sollte Murray aus seiner Spice-Wut aufwachen. Pass auf! Okay. Wow. Super Murray. Mach weiter so. Wow. Okay. Oh, Backe. Was ist denn die letzte? Wo ist die letzte? Da, 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 da. Komm hier, Murray. Murray. Murray.
Murray? Wow. Danke. Komm mal, noch einmal. Einmal noch. Oh Gott, ey. Mach doch mal. Oh. Danke. Oh, mein Kopf. Ja? Was? Bin ich im Himmel? Tut mir leid, Kumpel. Du bist kein Engel. Hol einfach tief Luft und versuch, deine Gedanken zu zentrieren. Okay. Was soll der Lärm? Ich bin so unausgeglichen. Ich sollte... Dieses schwachsinnige Nilpferd ist frei. Und er hat Freunde. Vielleicht ist es Zeit, einige Vorurteile zu überdenken. Im Ernst? Ich habe es geschafft, diese Hälfte von Clockworks Herz sicher aufzubewahren. Ich konnte es nur schwer verbergen vor der Kopf. Die Komtesse! Sie entkommen! Mary, mach dich an diesen Stangen zu schaffen, damit wir sie verfolgen können. Bin schon dabei! Ah, okay. Ist wieder irgendwas drücken, ne? Naja. Schneller, Murray, schneller! Okay. Und nochmal. Du schaffst es, Murray! Los! Ja! Los geht's! Miese, hundsgemeine Kopfschrumpferin. Komm schon, Murray. Wir haben doch in den Sitzungen solche Fortschritte gemacht. Die einzige Hilfe, die ich brauche, ist, nie mehr an sie erinnert zu werden. Warum so feindselig? Wenn du unbedingt wütend sein willst, warum kanalisierst du es nicht psychologisch produktiv auf deine sogenannten Freunde? Ich bin es leid zu reden. Jetzt sprechen meine Fäuste. Sorry, aber unsere Zeit ist um. Ach du Scheiße. Einfach hinzukommt, er ist einfach... Ach du Scheiße. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz. Ah, ich glaube. Nein. Nein. Moment. Stampfattacke. Nee, geht irgendwie nicht. Irgendwie? Okay. Ja. Sie entkommen! Keine Sorge, Kumpel. Wir finden sie. Gegen uns drei zusammen hat sie nicht den Hauch einer Chance. Yay! Großartig! Die Gang war wieder vereint und alles nur wegen mir! Selbst die Fahrt im Van aus der Stadt war eine einzige Party. Murray musste vor Lachen zweimal an den Rand fahren. Aber trotz all der Freude, schätze ich, hatte sich irgendetwas verändert. Seit unserer Kindheit waren wir nie getrennt worden. Und unsere Isolation hatte uns Zeit zum Nachdenken gegeben. Unnötig zu sagen, dass wir erst nach ein paar Wochen Pause weitergemacht haben. Und zum ersten Mal in meinem Leben ließ Murray mich fahren. Oh Gott. Slide 2, Band of Thieves. Episode 5. Oh, diesmal hier die... Wie hieß der? Dingenskirchen. Ihr wisst schon.
Wie auch immer. Das machen wir. Auf jeden Fall. Ich freue mich.